Sieht er wirklich minderjährig aus? Du stehst auf kleine Kinder, damit sie zu dir Daddy sagen können. Ich meinte, du bist nach 50 Mal ins Telefon gegangen. Ja, wenn man in so einer Phase ist, ist jede Nachricht bei WhatsApp, jeder Anruf ist Stress für einen. Und viele haben angerufen, auch Serg. Und Monte hat nicht aufgegeben. Monte hat angerufen dreimal am Tag, jeden Tag. Manchmal dreimal, manchmal einmal, zweimal. Monte hat jeden Tag angerufen, fast jeden Tag, bis ich rangegangen bin. Monte ist, da muss ich jetzt fast weinen, Monte ist für mich ein Freund auf Leben und Tod. Hi, Broski. Hi, wie geht's dir? Deine Meinung zu? Dortmund. Ja. Interessanter Verein, ja. Ja? Ja, interessant. Du singst ein Lied, wie geht's? Ich weiß nicht, sagst du mir. Sag's. Mach du, die Bühne gehört dir, mach. Das ging irgendwie... Lade, 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 oh, spiel vor mir! Ich freue mich sehr für Trimax und Celina. Sie haben sich verlobt und das über Instagram auch geteilt. Wenn ihr meine persönliche Meinung hören möchtet, ich kenne fast keine Freundin aus diesen YouTuber-Kreisen, die so sympathisch war wie Celina. Ich habe sie ein paar Mal kennengelernt. Ich war bei denen privat zu Hause. Wir haben uns auf Veranstaltungen kennengelernt und ähnliches. Celina eine sehr bodenständige und anständige Frau. Und ich hoffe, dass, ich glaube, die sind jetzt 7 Jahre oder länger schon zusammen. Wie lange sind die zusammen? Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Ich freue mich sehr für die beiden. Ich glaube, dass Trimax auch nicht heute da wäre, wo er ist, wenn er nicht diese starke Frau Celina an seiner Seite hätte. Trimax hat seinem Chat gefragt, was er in Amerika unternehmen soll. Guter kritischer Kommentar. Mal dein Gesicht schwarz an und lass dich auf offener Straße von der Polizei erschießen. Gut. Ganz schön kritischer Satire-Kommentar. Dir fehlt eine Null, um mich zu erwischen. Oh, wei, 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 wei. Okay, Krisch, okay, Krisch. Ronaldo hat kommentiert mit, and you need a World Cup to catch me. Nein! Nein! Einer wird direkt persönlich. Ich vermisse schon so ein bisschen die Anfangszeit im YouTube-Haus, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse, ja, dieser Zusammenhalt im YouTube-Haus, das war schon sehr, sehr cool. Es war einfach cool, mit den anderen YouTubern so ein bisschen zu chillen. Auch das UFO vermisse ich. Klar, alles hat ein Ende, nur die Muster 2, alles easy, aber das war schon eine schöne Zeit. Erste eigene Gönnergy-Dose bei mir im Stream. Geil. Es ist wirklich köstlich. Boah. Mein Vater kommt. Ja, ja. Tut mir leid, tut mir leid. Machst du gut, Edi, der Situation schnell aus dem Weg gehen. Hallo, Melina. Ja, wieso rufst du mich denn an? Ich spiele jetzt die Kreuzbandrisskarte. Melina, ich hab einen Kreuzbandriss, ich kann nicht aufstehen. Kannst du mir bitte einen Sucuk-Toast machen? Ja, kann ich gleich machen. Dankeschön, Baby. Dann bis gleich, ne? Ich fange das gleich an, ich guck noch meine Serie zu Ende. Ach so, so unwichtig bin ich dir also, ja? Ja, Edi, so unwichtig, weißt du? Na gut. Weißt du, wenn du es nicht gerne machst, dann brauchst du es gar nicht machen. Das wäre so eine richtige Melina-Antwort. Ich mach's gerne, aber dann ist auch eine angemessene. Ich spiel mal jetzt den Ding um. Nee, ich mach, wenn du nicht willst, dann mach's nicht. Doch, ich mach's gleich. Deswegen bin ich ja extra hier. Verarsch dich ein bisschen. Ich bin doch nicht in den Urlaub gemacht. Okay, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass du mich nicht mehr so doll liebst wie früher. Ach, Edi, du liebst mir gerade auch den Krieg. Siehst du, jetzt habe ich den Spieß mal umgedreht. Wie fühlt sich das an auf der anderen Seite? Mann, jetzt nerv mich, ich mach dir deinen Trost, tschüss. Gut, ciao. Sie ist die stärkste Karte in meinem Deckchat, die Kreuzbandrisskarte. Die Lebenspunkte des Gegners sind auf null gesunken. Sie haben gewonnen. Mir hat mal jemand eine Nachricht geschickt, dass er möchte, dass mein Hund Kylo Giftköder frisst und stirbt. Dann habe ich von dem das Instagram-Profil bei mir in das Forum geteilt. 2 Tage später hat der Typ mir Bilder geschickt, einer gebrochenen Nase, weil ihn Leute erkannt haben und ihm auf die Fresse gehauen haben, weil er Kylo den Tod gewünscht hat.
was in deinem Leben, was du niemals verkaufen würdest? Meine Ehre. Mein Pferd. Meine Kette, die mein Opa mir gegeben. Meine Frau. Was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Meine Frau. Er hat kurz überlegt, aber seine Frau. Hallo Freunde! Was denn? Jetzt hör doch auf zu meckern! Ja, aber ich dreh doch auch ein Video! Dann sind wir ja schon zwei Leute. Hallo Jody! Hallo Freunde! Guten Tag! Was soll ich? Die Tür kurz zu machen? Ja. Okay. Okay. Danke. Oh, immer werde ich ausgeschlossen. Interessante Frage, wie ich finde, die bestimmt auch schon mal irgendwo beantwortet wurde. Ich habe die Antwort darauf nirgendwo finden können. Okay. Ja, warum Paluten? Wie ist es zu dem Kanalnamen? Damals habe ich einen Namen gesucht, den es auf YouTube, der auf YouTube noch nicht vergeben war. Mittlerweile kann man das ja, ist es kein Problem, wenn Namen doppelt vergeben sind. Es geht halt nur noch darum, was verifiziert ist. Aber ich habe einen Namen gesucht, der noch frei war. Einfach, ich habe einfach dann ganz viele Kombinationen ausprobiert. Was ist auf YouTube noch nicht vergeben? Paluten. Und irgendwann kam tatsächlich einfach Paluten dabei raus. Ein Name, der auch eingängig war. Und dann dachte ich, okay, ich bin Paluten. Mehr gibt's da tatsächlich nicht hinter zu sagen. Ich heiße weder mit Nachnamen Luten oder haben sonst wo irgendwie einen Verwandten, der Luten heißt oder so. Es war einfach nur, weil es war halt diese YouTube-Domain, youtube.com/paluten, war halt einfach da noch frei. Wir waren ja erst 16. Damals hat niemand damit gerechnet, von meinen Freunden, dass es so es ernst wird. Es gibt eine Person, die gesagt hat, ich gebe euch 3 Wochen. Okay. Und du weißt, wer diese Person ist. Keine Namen. M? Meine Ex. Hey, da hast du deine 3 Wochen. Oh, it's a streamer. Alright, give me his answer. Give me his answer. What the fuck? Oh, Place.de hilft uns? Oh, Boss! Was? Chat, all the teams, Team 1, 2, 3, 4, all the devices, ham radios, connect, all the skills, toasters, tax instruments, calculators, computers, send it! Bro, I think we threw on the overlap. Okay, shit. Also wir haben gewonnen, basically. My enemy's enemy is my ally. Oder wir haben es gewonnen. See, wir haben es gewonnen. Wie sieht's aus? 7 vs. 2, 2 Edition. Wir gegen den Rest der Welt. Wenn wir beide zusammen auf der Insel wären, als Pärchen? Obwohl, da hätte ich ein Problem, weil du bist zu nichts fähig. Patrick und ich, wir haben den Podcast vor fast 2 Jahren beendet und der wird auch nicht wiederkommen. Und wir stehen seitdem auch nicht mehr in Kontakt, weil wir auch nicht besonders freundschaftlich auseinandergegangen sind. Das klingt jetzt dramatisch. Hast du dich gerade noch mal auch selber in der Webcam noch mal beobachtet oder was? Ja. Es wird wieder blau, Alter. Ich kann mir jetzt einfach mal eine halbe Stunde einfach anschauen, dass ich in der Verzweiflung. So junge Eltern kannte ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis gar nicht. Ein Kollege von mir, der hat mit, also der ist jetzt auch nicht mehr, mit dem bin ich jetzt nicht mehr so dicke, aber ist halt noch am Start. Der hat, glaube ich, mit 18 oder so, hat er auch ein Kind bekommen. Was damals auch so, man dachte sich so, what? Nein, junge Basti, was ist los? Dieser eine deutsche Kaiser 1914 koloriert. Zusammen gegen Frankreich! Oh mein Gott, Bruder. Lang lebe Kaiser Kevin der Zweite. Ja.
Leute, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Minecraft Freedom. Da geht er vor, ist ein Brasilianer. LF, Paris Saint-Germain, leg mich doch am Arsch, das ist Neymar. Ich muss ganz ehrlich sagen, das größte Unding meiner Meinung nach ist unter anderem, dass Frauen prinzipiell weniger Kohle bekommen im Job als Männer. Und da denke ich mir so, hä, in welchem Zeitalter leben wir denn, meine Damen und Herren? In den Besten der Welt. Nein. Das möchte ich wirklich nochmal festhalten. Der Joke musste aber einfach raus. Bitte tötet mich nicht, liebe Feministin. Ich mag euch wirklich. Aber ich bin in der Küche. Früh mit Mini-Paluten noch kurz den Kühlschrank für die Handwerker aufgefüllt und dann den, Junge. Hey, woher wusstest du, dass mein Handy bis zum Mond zoomen kann? Die Insta-Story. Digga. Bro. Classic. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Komm, sag nur ja. Erzähl mal. Wenn du mit Pelé so durchläufst und manchmal stell dir doch den Querball zu, ne? Ja. Knall den mal einfach ins kurze Eck voll rein. Soll ich dir irgendwo ausschreiben? Digga, Ginola muss den machen. Kurze Eck, Nora. Pelé und fucking Ginola müssen diese Bälle reinschießen. Da kann ein Haaland stehen. Mach den kurzen. Und dann kriegst du hier das 2-1. Digga, es ist so krass. Es ist so krass, dieses Nutten 2-0. Wie können die den nicht reinmachen, Mann? Kurze. Machst du nicht gut. Voll spannend. War meiner diesmal, ne? Na klar! Ich weiß ja, ich wollte lange Ecke, ne? Aber ja, siehst du? Ja, ne, wenn lang wäre, wäre so. Ich frisst jetzt nicht die Jello Classic. Hallo! What's that? Bruder, also, hey, das hat nichts mit kurzer Ecke zu tun! Digga, er macht diese scheiß Bälle nicht rein! Du musst nicht, guck mal! Du stehst Was hier ist das für ein Spiel? Klein, guck mal! Stehst hier und gleich hier ins Kurze! Mods, diese Stellen rein, ne? Wo ich in die kurze Ecke schieße, bitte aufschreiben. Wo er mir sagt, ich soll in die kurze schießen. Ja, das schreiben wir uns natürlich auch. Das soll ins Video rein. Ja. Jetzt den Pass an. Das ist Fußball! Ach, ich hab da auf Ginola gespielt. Bitte schreib diesen Pass. Bruder, ich habe so krass auf Ginola gespielt, das hast du nicht gesehen. Können wir den auch bitte aufschreiben, nur fürs Archiv? Bitte. Ich will's nicht sagen! Sag es selber! Der steuert, Alter. Der steuert. Ja, sag's selber.